Der TV Rottenburg auf RTF 1. Präsentiert von Gauss Ingenieurtechnik in Rottenburg. Ob kommunale Infrastrukturplanungen, Starkregenrisikomanagement oder die intelligente Nutzung von Geodaten. Unsere Erfahrung ist die Basis für Ihren Erfolg. Hallo zum Sport am Montag mit Zweitliga-Volleyball aus der Volksbank Arena. Saisonauftakt für den TV Rottenburg am Samstagabend. Gleich am ersten Spieltag stand das Derby gegen die Barock-Volleys im TV Ludwigsburg an, so der komplette Name. Das Team von Trainer Markus Weiß, der schon zu Erstliga-Zeiten in Rottenburg als Scout gearbeitet hat, belegte in der vergangenen Saison Platz 4 in der dritten Liga und ist nur per Wildcard aufgestiegen. Der TVR landete als Aufsteiger auf einem starken vierten Platz in Liga 2. Trainer Jan Scheuermann geht in seine vierte Saison, unterstützt von Co-Trainer Uwe Schröder und vom spielenden Co-Trainer Felix Weber. 5 Neuzugänge verstärken den Kader, wobei mit David Dornauf einer für längere Zeit leider verletzt fehlen wird. Die anderen 4 waren dabei: Moritz Rauber mit der Nummer 2, Mike Trautmann mit der Nummer 6, Rückkehrer Timon Schippmann mit der Nummer 7, und Zuspieler Linus Herrmann mit der Nummer 9. Rauber und Schippmann standen in der Anfangsformation. Routinier Dirk Milberg spielte Libero. Wenn man viele Spiele gewinnt, spielt man automatisch oben mit und wir treten in jedem Spiel an, um zu gewinnen, gab Scheuermann die Marschrichtung vor. 850 Zuschauer, darunter auch einige aus Ludwigsburg, waren beim schwäbischen Derby mit dabei. Los geht's! Ja, das ging fix. Der erste Punkt der neuen Saison geht auf das Konto von Mittelblocker Jan Huber. Und zum ersten Mal kann der neue Hallensprecher Benedikt Heber die Huber-Faust erwähnen. Und gleich danach auch den kurzen Schlachtruf über den erfolgreichen Rottenburger Block anstimmen. Huber Rauber nicht zu überwinden. Neben Schippmann, Rauber und den schon erwähnten Milberg und Huber standen zudem Niklas Lichtenauer, Oli Knobelspieß und Yannick Menke von Beginn an auf der Platte. Die beiden letztgenannten Eigengewächse hier im Zusammenspiel, Zuspiel Knobelspieß, Punkt Menke. Und das war ein Punkt für die Gäste und zwar durch Steffen Hausmann. Beide Teams kennen sich ja aus zahlreichen Liga- und Pokalduellen, auch die Jugendmannschaften treffen oft aufeinander. In der Rottenburger Aufstiegssaison gingen beide Duelle an den MTV, nun geht der TVR als Favorit ins Spiel. Hammer von Menke. Natürlich auch zusätzlich aufgrund des Heimvorteils. In der vergangenen Runde konnte keine Mannschaft beim damaligen Aufsteiger die volle Punktzahl aus der Volksbank Arena mitnehmen. Das Tollhaus der Liga ist natürlich auch im zweiten Jahr ein wichtiger Faktor. Moritz Rauber und gleich danach Timon Schippmann jeweils mit ihren ersten Punkten im rot-schwarzen Dress. Rauber hier beim Aufschlag kam aus Hammelburg an den Neckar. Punkt für die Gäste durch die Nummer 2 durch Team Ziegler. Der bringt dann auch den Ball ins Spiel. Der erste etwas längere Ballwechsel des Abends beendet Niklas Lichtenauer mit diesem Strahl zum 16:12, zweite technische Auszeit. Die Hausherren bauten ihren Vorsprung nun weiter aus, ab durch die Mitte, Jan Huber unwiderstehlich. Und hier beim Aufschlag. Und da steht der Block 22:16, Auszeit Ludwigsburg.
Menke und Rauber legten danach ergo 24:16 erst her Satzball. Der Schmetterball von Moritz Selle zu lang, damit geht der erste Saisondurchgang mit 25:16 deutlich an den TVR. Das ging also schon mal gut los. Kurze Pause, bis gleich. Wir sind für Sie da. Wir stehen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unser Engagement ist jeden Tag spürbar. Ihre Stadtwerke Rottenburg am Neckar. Weiter geht's. Aufschlag Tin Tomic. Und das war Timon Schippmann nach mehreren Stationen im In- und Ausland, also wieder zurück in Rottenburg. Jan Huber. Und Olli Knobelspieß, nach dem Abgang von Moritz Kuhn, bildet er gemeinsam mit Neuzugang Linus Herrmann, der aus Schwerin kam, das Gespann auf der Zuspielerposition. Knobelspieß beim Aufschlag mit Mike Trautmann, der aus Waldgirmes kam, dem Brüderpaar Hannes und Jakob Elsässer, Youngster Giulio Wahrlich, Co-Trainer Felix Weber und natürlich mit Kapitän Robin Lieber ist die Bank der Rottenburger prominent besetzt. Also da hat Scheuermann viele personelle und taktische Optionen. Niklas Lichtenauer knallt den Ball zum 7:4 aufs Parkett. Der TVR also auch im zweiten Satz auf Kurs. Wir machen einen Sprung. Die Gastgeber zogen auch dank einer starken Aufschlagserie von Huber deutlich davon. Yannick Menke mit dem 22:12. Also 10 Zähler Abstand zwischen Rottenburg und Ludwigsburg. Aufschlag Menke. Und dann mal Raphael Notz aus der zweiten Reihe für die Barock-Volleys. Linus Herrmann mittlerweile im Spiel, übrigens der einzige Wechsel. Hier stellt der Neue mit der Nummer 9 auf die 8 und es kracht Niklas Lichtenauer. Erster Satzball in Durchgang 2. Lichtenauer setzte dann einen Aufschlag ins Aus, ergo zweiter Satzball. Notz ins Netz und damit hieß es 2:0, 25:16 und 25:15. Das war wieder deutlich. Der TVR wurde seiner Favoritenstellung bis dahin absolut gerecht. Chapeau. Im dritten Satz sah es dann etwas anders aus. Ludwigsburg steigerte sich und der TVR nicht mehr ganz so konzentriert bei der Sache. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Kein Team konnte sich mal 2-3 Punkte absetzen, wie der Diagonalangreifer Niklas Lichtenauer. Moritz Rauber mit dem Block. Aufschlag Moritz Langjahr. Und Dirk Milberg dann mit dem ganz langen Ball und den verwertet Niklas Lichtenauer richtig stark. Aber die Jungs von Markus Weiß rechts blieben nun dran. Tin Tomic, 20, beide. Tomic beim Service, jetzt war hier auch emotional richtig Feuer drin. Die Gäste sorgten nun dafür, dass richtige Derby-Stimmung aufkam. Klar, sie wollten hier jetzt nicht nach 3 Sätzen die kurze Heimreise antreten. Notz erst mit starker Feldabwehr und dann mit dem 24:23 aus Ludwigsburger Sicht. Somit also erster Satzball für die Jungs in Weiß-Schwarz. Tomic aber setzte den Aufschlag knapp hinter die Linie, Rauber seinen dann ins Netz, also die zweite Chance für den MTV, dieses Mal Tim Ziegler, ja, und der mit Glück und der Netzkante zum Satzgewinn. Mit 26:24 holen sich die Gäste also den dritten Durchgang.
Wir steigen im vierten Satz nach der zweiten technischen Auszeit bei einer 4-Punkte-Führung für den TVR ein. 16:12 der Zwischenstand und zum Einstieg schüttelt Olli Knobelspieß gleich mal ein Ass aus dem Ärmel. Libero Ludwig ins Aus. Die Rottenburger jetzt wieder fokussierter und vor allem Niklas Lichtenauer war nun nicht zu stoppen. Hier mal nicht mit Schmackes, sondern mit Gefühl. Notz bringt den Ball ins Spiel und fängt in 10 Sekunden später wie der Absender Niklas Lichtenauer. Der TVR nun klar Herr im eigenen Haus. Rauber vom Block ins Aus, 23:16. Ass Timon Schippmann, der passte aber mal Millimeter genau, Satzbälle satt. Den ersten ließ man aus, dann Aufschlag Darius Diefenbach und der zielte nicht so genau wie Schippmann. Das sieht natürlich Adlerauge Milberg und somit war es vollbracht. Mit 25:17 geht der Satz an den TVR. Rottenburg schlägt Ludwigsburg zum Saisonstart mit 3:1. Nach dem Jubel gibt's natürlich die Stimmen. Im ersten zwei Sätze ziemlich souverän, hat es ein bisschen gerumpelt, aber insgesamt passt schon, oder? Würde ich auch sagen. Es war das erste Mal, glaube ich, dass wir jetzt in der Konstellation so wirklich mal gespielt haben, durchgespielt haben. Wir haben in der Vorbereitung unheimlich viel durchrotiert, weil wir einfach einen riesen Kader haben, wo sehr viel Potenzial drin ist. Und ich glaube, dafür die ersten zwei Sätze sind maßgebend. Und dann haben wir ein bisschen vom Fokus nachgelassen nach den 10 Minuten. Aber insgesamt, glaube ich, können wir zufrieden sein für einen Heimauftakt. Oder 850 Leute waren auch da. Die Stimmung war richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Unheimlich stark, was hier abgeliefert wird. Am ersten Heimspieltag von der Saison 850 Leute in der Halle. Kann man sich darauf freuen, was noch kommt im Laufe der Saison. Timo, bei dir ist alle guten Dinge sind drei. Glaubst du, das dritte Mal ist die Rückkehr. Vielleicht noch kurz zu den Beweggründen, warum wieder TV Rottenburg jetzt zu der Saison? Ja, ich habe mich dazu entschieden, Arbeiten anzufangen. Das hat in Stuttgart funktioniert. Das heißt, ich bin jetzt wieder daheim. Ich bin in Stuttgart ansässig. Und es war schon immer, die Verbindung nach Rottenburg ist nie abgebrochen. Das ist irgendwie, fühlt sich unheimlich gut an. Es macht Spaß. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja. Unterm Strich stehen 3:1 und ich denke, das hat doch gut aus den Startlöchern gekommen heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, damit können wir komplett zufrieden sein. Wir haben es in der Kabine bei der 10-Minuten-Pause angesprochen, dass genau das nicht passieren sollte. Ist halt leider ein bisschen passiert. Die haben dann auch gewechselt, waren besser im Spiel. Ich fand, mit dem Zuspielwechsel bei denen lief es auch besser. Und ist okay, dass die den gewinnen. Da bisschen Spielglück, bisschen Schiri-Entscheidungsglück und dann passt es schon. Richtig gelungener Start. Auch wieder sehr schön hier vor der vollen Halle zu spielen. Es macht einfach mega Spaß. Die Vorbereitung war jetzt lang. Wir haben alle dagegen gefiebert und ja, wieder toll hier in Rottenburg zu spielen. Ja, also grundsätzlich haben wir schon ein sehr gutes Spiel gemacht. Gerade in den Sätzen, die wir gewonnen haben, hat man ja gesehen, dass wir schon gute Qualität dann auch im Team haben. Der dritte Satz war wieder so typisch. Wir wissen, dass wir nach der 10-Minuten-Pause einfach voll aktiviert sein müssen. Waren das nicht zu 100%, hat sich ja mit dem ersten Ballwechsel oder mit dem ersten Punkt im dritten Satz schon abgezeichnet. Und dann da rauszukommen, ist dann aber auch eine Qualität. Wir wussten, was wir da besser machen müssen, einfach unsere Chancen nutzen, indem wir einfach jeden Ball durchgehen, vom Kopf her weiterhin in den Situationen drinbleiben. Und das war dann im vierten Satz wieder deutlich besser. Und Dirk Melberg wird dauerhaft Libero spielen? Nee. Also nächste Woche ist schon klar, dass er auf die Außenposition rutschen muss. Aber es ist jetzt halt dadurch, dass wir 4, 5 super Außen haben und Dirk ein bisschen kürzer treten wollte, war das jetzt eine super Lösung, in der er auch happy ist. Jetzt heute hat er angefangen, weil Hannes beruflich bedingt nicht trainieren konnte. Deshalb hat er da die Chance bekommen und die nächsten Spiele wird sich dann zeigen, wer besser trainiert, wer besser spielt. Und das belebt ja bekanntlich das Geschäft, der Konkurrenzkampf. Dann geht es jetzt mit breiter Brust nach Grifte und dann holt er gleich den ersten Auswärtssieg nächste Woche. So ist der Plan. Ja, dann schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Also erstes Auswärtsspiel in Kriftel am Samstag und das nächste Heimspiel steigt dann eine Woche später am 30. September gegen die Blue Volleys Gotha. Beide Teams haben übrigens auch zum Start gewonnen. Das war's aus Rottenburg. Kommen Sie gut in die Woche. Ciao. Der TV Rottenburg auf RTF1.
Präsentiert von Gauss Ingenieurtechnik in Rottenburg. Ob kommunale Infrastrukturplanungen, Starkregenrisikomanagement oder die intelligente Nutzung von Geodaten. Unsere Erfahrung ist die Basis für Ihren Erfolg.